Lieber Michael Matt, die Medaille im Teambewerb, das war so eine richtige Energieladung für den Angriff für die nächsten Medaillen, oder? Hoffentlich. Natürlich, egal, ist der Teambewerb ein eigener Bewerb. Ein bisschen anders Skifahren als wir beim Slalom oder Riesentorlauf, aber nichtsdestotrotz, wenn man am Start steht beim Großereignis, geht es um Medaillen und wenn man das Ziel erreicht, eine Medaille zu gewinnen, ist natürlich schon sehr positiv. Es wird so viel über diese Bedingungen hier auf dem WM-Berg diskutiert. Es regnet draußen, die Temperaturen werden wieder warm, wir sind im Plusgrad-Bereich. Wie sehr beunruhigt dich das eigentlich? Oder sind das eh Bedingungen, die dir liegen? Ja, egal was am Sonntag kommt, entweder wenn es kalt wird, ist hart und sonst wird mit Wasser und Salz gearbeitet. Und von dem her, so viele Möglichkeiten hat man dann im Endeffekt eh nicht mehr. Ich glaube, dass man Boards gut liegt. Dann liegt es an uns, dass wir Gas geben. Wird es ein paar extra Stunden mit dem Servicemann im Skikeller geben? Nein, der weiß, was er zu tun hat. Natürlich kommuniziert man nach jedem Training oder bei jedem Training. Natürlich redet man sich ab, was beim Rennen in Frage kommt. Aber muss man jetzt nichts Spezielles machen, nur weil es eine Weltmeisterschaft ist. Dein Speed stimmt, braucht man gar nicht herumreden. Was rechnest du dir aus darunter? Ja, der was rechnet, der gewinnt meistens nicht viel. Von dem her gibt es nur Gas geben. Es geht um Medaillen und alles andere interessiert dich keinen. Wie sind so die letzten Tage jetzt noch bis Sonntag? Was wirst du da machen? Nehmen an, wenn es geht, natürlich viel trainieren, um das richtige Material heraustesten zu können, oder? Ja, natürlich das gut zu timen. Also zu viel Training ist nicht gut, wenn ich am Sonntag dann müde bin. Zu wenig Training ist auch nicht, wenn ich nicht parat bin. Natürlich die gute, richtige Mischung finden. Vielleicht nochmal auf einer Salzbischen trainieren. Und weil es am Sonntag einfach möglich ist, dass es warm ist. Aber ja, schauen, dass man von Tag zu Tag das Beste rausholt und die weiterentwickelt. Besteht die Gefahr, dass man überpowert? Geht das? Natürlich geht es. Machen sehr viele bei Großereignissen. Das ist die Kunst, dass du einfach deine 100% abbrauchst, was drauf hast und nicht mehr und nicht weniger. Wirst du dir Tipps von deinem berühmten Bruder von Mario holen auch? Die Frage muss kommen. Ja, natürlich hat er da die Weltmeisterschaft im Slalom gewonnen, 2007. Ich glaube, mittlerweile bin ich alt genug und habe genug Erfahrung, dass ich selber weiß, was ich jetzt getan habe. Und von dem her glaube ich nicht, dass ich da extra Tipps brauche. Wird er im Zielraum stehen am Sonntag? Nein, also die Familie wird von zu Hause aus die Daumen drücken und das reicht auch.